Servus Leute, willkommen zurück zu Hyperdimension Neptunia Rebirth 3 Regeneration. Im letzten Part ist Word durch die Welt gewandelt und hat aus allen irgendwie Idols gemacht. Ja. Feuerspeer. Teufelslanze. Was ist das denn? Geil. Ja, besseres Zeug. 20 AP, ja. 10 Vitalität ist ja auch nicht uninteressant. Ja, das ist klar. Nep. Edburn. Ja! Genau! Sowas will ich haben. Nö. Nö. So, Pläne. So, Area 5. Und Neptune. 32 Wolfspelz. Habe ich nicht. Gut, dann schicken wir Stella mal wieder auf Reisen. Ja, das wird lustig. Moment. 45? 50, okay. Wow, 56, aber es hat weniger HP. Trotzdem ist es stärker. Nee. 53. Ja, okay. Versuchen wir es. Das habe ich. Machen wir erstmal 10. Das klingt niedlich. Ja, ich weiß, das dauert jetzt nicht lang, aber egal. Müssen wir jetzt nicht nach Leanbox? Oder war es das? Mit dieser ganzen Dings. War es das mit der ganzen Dings, genau. Dieser ganzen Idol-Sache. Naja. Mystic Black. Würde sie nicht ihre Haarfarbe verändern, wäre es besser. Aber so? Nee. Ah. Schön. Aber ändert nichts, oder? Ändert sich kein Angriff oder so. Gut, schauen wir mal. Für wen haben wir noch Klamotten? Für dich? Nicht. Für dich! Schwarz-Weiß, monochrom eben. Habe ich nicht genug Money. Aber für dich kann ich immerhin eine bessere Waffe. So. Jetzt will ich mal das da machen. Bevor ihr redet. Stella ist schon wieder da. Was, Rahm? Schade. Oh, ihr redet gar nichts. Ah, verdammt. Ja gut, dann nehmen blau. Rahm. Zu denken, dass Ruin an so einen Ort gibt. Das hätte ich niemals gewusst. Das muss wohl der Ort sein, blau. Blau? Sie liest in letzter Zeit zu viele Bücher. Ich bin aus einer anderen Welt. Also, wo der zur Hölle könnte ich das wissen? Achso, ob sie darüber was in Büchern gelesen hat, das meint sie. Tief im Innern liegt eine mysteriöse Schatztruhe. Hallo? Wir sind einfach nur hier gelandet, weil wir eine Schatzkarte gelesen haben, die eigentlich jemand anderen gehört und das ohne Erlaubnis.
Nun, lass uns das der Blanche dieser Welt Bericht erstatten. Richtig. Dann lass uns gehen. Okay. Nee, wenn dann will ich Englisch. Schade, dass ich Yunis Stimme nicht irgendwie hier in Charakterdings haben kann. Ja, ja! Oh, hau ab von mir! Ihr seid noch alle so mächtig. Vielleicht sollte ich jeden eins davon geben. Einfach zur Sicherheit, damit ihr euch wenigstens ein bisschen zur Wehr setzen könnt. Da unten sehe ich schon ein mega kraftvolles Tier. Gibt's hier irgendwie... Wahrscheinlich taucht das Event so gar nicht auf. Okay, da ist keine anderen Sprüche mehr drauf. Nein! Was Geiles zum Heilen. Lass mich in Ruhe. Ja, ja. Ich liebe ihre Sprunganimation. Vor allem, weil es bei ihr so realistisch ist, dass der Rock hochweht. Weil bei anderen... sieht man das nicht. Oder... Boah, was denn jetzt? Hab mich gerade voll verschluckt. Aber bei anderen... nicht, sieht man das nicht, aber es ist eben... Also ihr seht hier, Rock weht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel... das ist jetzt toll. Jetzt habe ich ansonsten niemanden mit Rock. Ja, Neptune. Hier ist das irgendwie nicht so der Fall. Also, bei der Sprunganimation sieht der Rock so aus, als ob er wenigstens aus Stoff bestehen würde. Okay... Ich habe eigentlich keine Lust, gegen die Krabbe da zu kämpfen. Ich wette, die macht mich fertig. Wobei, hast du... ein X-Drive? Nee, oder? Mit Juni... mit... Nepgear. Zwei braucht ihr. Nepgear braucht aber auch zwei. Soll ich es riskieren? Sollte es sich so ausgehen? Ach, no risk, no fun. Ja. Was? Müll? Scheiß, ist du aus mächtigster Angriff, bringt nichts. Oh, fuck. Jetzt habe ich ein Mega-Problem. Null! Okay, das Ding ist gegen Magie und gegen physischen Schaden immun, oder wie? Feuer? Bringt auch nichts. Okay, schauen wir mal, ob das was bringt. Wow, das Vieh nimmt einfach mal null Schaden. Geil. Kann ich vor dem Vieh überhaupt fliehen? Shit. Zwei falsche Taste. Null Schaden.
Da ist immun gegen jegliche Art von Schaden. Das ist... Wie soll ich das Vieh denn jemals besiegen? Eis? Nee. Donner? Nee. Der ist immun gegen Elementarschäden und gegen... Wind? Ja, toll. Wahrscheinlich ist er immun gegen jegliche Schäden, solange er Verteidigung hat. Ja, das ist ja ein dummer Kampf. Ja, komm her. Vor allem, ich muss auch switchen. Dummer Kampf. Ja, sehr dummer Kampf sogar. Ein Gegner, den ich nicht besiegen kann. Was ist denn das für eine Scheiße? PC. Krieg dich wieder ein. Wenn man bedenkt, dass man gegen das Vieh nur gegen Plus kämpfen kann. Hehehe. Okay, gut zu wissen. Gegen den kämpfe ich nicht. Tollen Gegner, den ich erst die Verteidigung komplett wegkloppen muss, bevor ich ihn überhaupt schaden kann. Und sobald er wieder irgendeine Art von Verteidigung hat, kann ich das auch vergessen. Was für ein Scheißdreck. Naja, egal. Lassen wir es. Ich sehe keine 100% Run, also kann es mir egal sein. Moment. Japanisch? Warum? So. Wo war der andere Block? Da. Mann. Dann sammle ich das ein. Sammle ich das ein und die Krabbe unten lasse ich jetzt links liegen. Dungeon Change, ja. Ja! Sollte aber trotzdem SP nutzen. So. Nein! Lass mich alle Mann in Ruhe. Ich will nur wissen, wo ist hier... Da ist das Event. Okay, schauen wir mal, was passiert. Ja, war ja klar. Wie gesagt, sowas hasse ich. Oh, gar kein Text. Ja, super. Gar keine Sprachausgabe, ist ja noch schlimmer. Aber das heißt, ich kann ruhig auf Englisch lassen. Nimm meine Befehle an. Jetzt muss ich es lesen. Let's go. Wir haben unseren Weg ins innere Sanktum gekämpft, aber hier ist einfach gar nichts. Keine einzige Schatztruhe in der Nähe. Wow. Cut down on the beans, Noah. Ah. Ja. Es war ein super lauter Furz. Mhm. Ja. Das ist ein schlechter Witz und da wäre ich auch sauer. Was? Ich hab das nicht. Ich mag solche Sachen nicht. Es ist physisch für mich unmöglich. So einen lauten Furz. Ich glaube dir nur, diese Art von Rumpeln ist wahrscheinlich ein neuer Feind. Und ich gucke schon so böse. Was bedeutet? Ein Drache. Es ist hier. Es ist dieses übliche Muster eines Dungeon Bosses. Das war überraschend. Ja, ohne zu zögern. Sieht so aus, als müssten wir diesen Dumbatz da platt machen, bevor wir unsere Schatzsuche weiter fortsetzen. Lass uns gehen. Yes, Sir! Machen wir ihn fertig. Drache? Wahrscheinlich ein dicker Drache jetzt.
Was? Nein, du... Dich kenne ich doch. Warst du nicht vom ersten Teil oder so? Ach stimmt ja, ich habe jetzt keine Extra, weil ich... Und bitte mach Schaden. Nicht so wie bei der Krabbe. Null. Was ist das für ein Dreck? Null. 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 Ja, genau. Ich habe keine Ahnung, was der Scheißdreck soll, aber das ist nicht sonderlich fair. Ich hoffe einfach mal, dass das ein Kampf ist, den ich verlieren muss. Denn wenn nicht, wäre ich echt sauer. So, bringt Wind was? Nee. Ja. Gar nichts bringt was. Ja, ja. Normale Angriffe bringen auch nichts. Ja, ja. So ein Kampf macht keinen Spaß. Was? Ich muss den Kampf verlieren? Muss den Kampf verlieren? Nee. Ich muss den Kampf gewinnen? Wie soll ich das denn machen? Ja, geil. Das ist unmöglich für mich. Das ist sowas von unmöglich für mich. Einmal versuche ich es noch. Wenn das jetzt nichts wird, dann lasse ich es bleiben, weil ein Kampf, der unmöglich ist, den bestreite ich nicht. Ich werde jetzt sämtliche EX-Drives von allen verwenden. Ja, ja. Aber wie soll ich den bitte besiegen? Es geht nicht. Wenn nicht, dann lasse ich es einfach. Oder sind meine Waffen zu schwach? Vielleicht haben sie einfach so eine üble Defensive, aber nur einen einzigen Lebenspunkt. Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Du Scheißgaul, hau ja ab. So, ich werde jetzt sämtliche EX-Drives, die ich habe, verwenden. Wenn das nichts wird, dann... Sorry, dann war es das mit dem Let's Play. So. Ich muss jetzt gucken, wer ist mit wem gepaart. Gepaart, mhm. Ihr beide, ihr habt aber keinen gemeinsamen Move, oder? Pichi und Pluti, ja. Doch, habt ihr. Gut, dann werde ich das verwenden. Und das. Dann das, logischerweise. Und das. Na gut, dann packe ich die stärksten Moves aus, die ich habe. Und wenn das jetzt nichts wird, dann... Sorry, dann muss ich das Let's Play hier beenden, weil ein Gegner, den ich nicht besiegen kann, der so unfair ist, das ergibt keinen Sinn in meinen Augen. Wie soll ich den bitte besiegen? Ich meine, die Hauptstory habe ich eh schon gemacht, aber... Pff. Oh ja, transformiert euch gleich alle. Toll, jetzt habe ich noch auf Japanisch. Okay, ihr beide, ihr beide, ihr beide. Perfekt. Aha. So, meine... Wie soll das möglich sein?
NX-Drives habe ich jetzt alle schon ausgegeben. Ich muss echt seine Verteidigung loswerden, damit ich ihm Schaden machen kann, oder wie? Ja, genau. Ich habe jetzt alles eingesetzt, was ich konnte. Meine stärksten Moves. Und konnte nicht mal seine Defense verringern. Ja, wahrscheinlich müsste ich da noch etliche Level hinzuleveln, aber ganz im Ernst. Ich habe jetzt keine Lust, hier irgendwie 500 Level zusätzlich zu machen. Wo sind die... Achso. Die Arena da. Also, hier ist auch noch was. Vielleicht musste ich das gar nicht machen und ich habe es jetzt nur versaut die ganze Zeit. Wieder kein. Das sind alte Nudeln. Ist irgendwelche Eisenpost rumliegt? Nee, da. Jetzt, du das erwähnst, was zum Henker geht hier vor sich? Ist das ein... ein Handyturm? Juni. Warum brauchst du einen Handyturm an einem unbewohnten Kontinent? Das ist wahr. Oh. Ja, Juni. Das ist eine triale Periode? Was? Hä? Was war das? Achso, was ist was? Eine Periode? Eine... Hä? Oh Gott, nein, Juni ist gebrochen. Reiß dich zusammen, Juni. Es ist so, wie wenn Noir sich mit Pluti... wenn Pluti Noir bedroht, quasi. Selbst in den anderen Dimensionen. Sisters sind immer... Schwestern sind immer gleich. Ich würde das Leben gern sehen. Halt die Klappe. Alle von euch. Oh. Hey. Fühlt ihr das? Juni fühlt sich anders an als sonst. Jetzt, da du es erwähnst. Ich glaube, das ist dein Lieblingsspruch, oder? Oh, ihr habt recht. Ihr stehendes... ihr Standing. So wie sie da steht. Ups. Nicht weiter als das. Wahrscheinlich wollte sie irgendwas Perverses sagen. Oh, wirklich? Ist etwas andersrum? Ich weiß nicht, Ram. Was auch immer. Das jetzt mal beiseite. Was ist los, Juni? Juni, red mit uns! Die triviale Periode wird jeden Moment enden. Diejenigen, die wünschen, weiter voranzuschreiten, bitte geht in den Dungeon in den Süden. Der Dungeon in den Süden. Wow, das ist kein Scherz. Achso, sie empfängt Radiowellen oder so. Zumindest. Ja. Achso, erwarten wir ein großes Hallo oder so? Es ist schon zu spät, ich habe jetzt keine wirkliche Lust mehr zu übersetzen. Achso, das neueste Event. Es sind Anweisungen, wo wir den nächsten Dungeon finden. Danke, Leute. Hey! Oh, sie werden wirklich bland. Aufgeregt? Nee. Sie müssen ja wahrscheinlich echt stur sein oder verrückt werden. Wegen so ein bisschen. Wenn wir in diesen Dungeon gehen, werden wir bestimmt was Cooles finden. Zumindest. Ich habe ein bisschen Angst. Ihr solltet etwas... Achso, es wurde etwas gesagt über eine triale Periode, ja? Ah? Juni,
Bist du wieder zu dir gekommen? Warte, was? Was geht hier vor sich? Du warst wie Noah. Hä? Ich war wie meine große Schwester? Lass mich raten, jetzt wird sie rot. Ja, Noah, ich dachte eigentlich, Juni wird rot. Große Schwester? Hör auf, das so seltsam zu sagen. Jeez, ja. Jeez. Das sagt Kaede auch immer so. Jeez, du solltest das nicht sagen. Du sagtest, wenn du möchtest, dass wir die triviale Periode weiter fortsetzen, dann sollten wir in den Dungeon in den Süden gehen. Ich kann mich nicht erinnern. Bist du in Ordnung, Juni? Ich denke, ich bin in Ordnung. Mach dir um mir keine Sorgen. Danke. Sie ist in Ordnung. Also lass uns jetzt versuchen, in den Dungeon zu gehen. Wir werden bestimmt was rausfinden. Blanc, wenn sie sagt, triale Periode, dann muss das genau das bedeuten. Ich weiß es zwar nicht, aber es sieht so aus, als, ja, folgenden. Aber es ist das Beste, wenn wir den Anweisungen folgen. Wie schlecht kann das schon sein? Also Periode, ist damit Periode gemeint? Also, ihr wisst schon, Frauen, das wäre ja, genau. Okay, hier ist auch was? Nein, jetzt habe ich wieder was getriggert. Oh, bitte mach doch Sprachausgabe, es ist doch nicht so schwer. Wusstest du, dass dieser Kontinent hier keine Stadt hat, wo wir hingehen können? Weil wir haben ja das wahre Ending erreicht, also was soll's? Sag nicht so ein Zeug, ist gefährlich. Warum ist das gefährlich? Werd da bloß nicht so interessant. Zeig bloß nicht so viel Interesse daran. Jetzt lass es. Seht euch mal das da hinten an. Sieht so aus wie die Stadt. Wo so eben so ein großer Monitor auftaucht. Ah, eine magische Stadt. Direkt auf den Screen, auf dem Monitor. Die Spieler werden sie bestimmt sehen wollen. Letztes Mal, da gab es doch nur so einen toten Pixel. Oh mein Gott, Neptune, bitte warte auf den Rest von uns. Also noch eine Stadt. Da ist eine Wache außerhalb der Stadttore. Bitte entschuldigen Sie uns, feiner Herr. Halt, diese Stadt ist für speziellen Eintritt. Unqualifizierte Personen dürfen hier nicht rein. Hä? Unqualifiziert? Nee. Nicht unqualifiziert. Was bedeutet das? Dieses unqualifiziert bedeutet wahrscheinlich, dass wir ein Passwort oder so brauchen. Diejenigen unter 18 Jahren dürfen da nicht rein. Ihr müsst beweisen, dass ihr 18 Jahre seid. Toll. Beweisen? Mr. Wachmann. Ich weiß nichts über diese Punks da, aber ich bin definitiv... Genug, es tut mir leid, aber wenn ihr keinen Beweis habt, dann geht jetzt. Die einzigen, die hier reinkommen... die einzige, die vom Alter her aussieht, als ob sie... Ja... 18 wäre, ist die in grün. Ich? Ach, natürlich. Ich bin die Erwachsene von diesen Kindern da. Hackface, ja, Hexengesicht. Was hast du gesagt? So, das bedeutet, der Rest von uns kann den Test nicht machen? Hey, wir sind CPUs, weißt du? Qualifikation ist... Ja... Wird nicht benötigt. CPUs, du, haha. Was soll dieser abwertende Blick? Nee, dieser prüfende Blick. Du glaubst mir, nicht wahr? Nun, er hat auf unseren Gesichtern nachzuurteilen, sein Gesicht nachzuurteilen, glaubt uns wahrscheinlich nicht.
Sieht so aus, als ob Wirt das Examen hier bestehen muss. Meine Statur kann ja, also, ja, mein Aussehen, da kann ich ja nichts dafür. Also, welchen Weg ist das Examen? Da im Norden, du wirst den Dungeon der Ordiale finden. Tief im Innern musst du dich selbst stellen. Mich selbst stellen? Ich verstehe zwar nicht, was gemeint ist, aber es gibt kein Examen, das ich nicht bestehen könnte. Lasst uns gehen. Ich will speichern. Examen-Location. Lauter neue Dungeons. Monobär, ich hasse dich, weil du Monokuma bist. At Dungeon Do-Tempel. Sag mal, wie lange geht das Spiel eigentlich noch? Den kann ich auch nicht. Ich glaube, das ist alles nur Zusatzzeug, oder? Vielleicht sollte ich mal in einem Longplay nachgucken, wann genau das Ende dieses Spiels ist. Bitte nicht noch eine Cutscene. Danke. Ich werde jetzt hier erstmal einen Schnitt machen. Vielleicht gucke ich jetzt noch in einem Longplay oder so nach, damit ich weiß, ob ich das Ende jetzt schon erreicht hatte oder nicht. Einfach zur Sicherheit wegen. So, wenn die aber nicht reden, dann kann ich ruhig auf Englisch stellen. So, das war Hyperdimension Neptunia Rebirth 3 Regeneration. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch!